Moin Leute und damit willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Kohle kann man ja mal mitnehmen. Genau, und zwar damit willkommen zurück zu einem neuen Video. Und ja, es ist schon ein bisschen länger her, wo ich wieder aufgenommen habe. Ich habe zwar noch eine Folge, also die letzte Let's Play Folge, die ihr jetzt gesehen habt, zwar noch auf der Platte, weil ich einfach noch nicht dazu. Ach, ich habe ja noch den Auto-Jump an. Weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin, die zu rendern und hochzuladen. Wobei man meint sollte, das wäre gar nicht so schwer, oder? Hm? Naja. Nee, auf jeden Fall habt ihr die ja jetzt am Dienstag gesehen. Heute am Donnerstag kommt das hier. Genau, es ist halt schon wieder ein bisschen länger her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe, um genau zu sein, gut 2 Wochen. Ja, dazwischen ist natürlich bei mir relativ viel passiert und daher hatte ich nicht so die Zeit dazu, hier etwas aufzunehmen. Hier hinten ist nichts. Ja, daher bin ich jetzt gerade erstmal wieder so ein bisschen perplex hier. Und ja, so, nun versuchen wir aber trotz all dem, ihr habt ja vor, ja doch, letzte Woche kamen keine Videos, also vor 14 Tagen auch schon sozusagen das letzte, also naja, gesehen auf die letzte Folge, letzte Video gesehen. Ich glaube, Kohle hat man genug, gell? 2 Stacks, das reicht voll und ganz erstmal. Können wir uns aber merken, falls wir noch welche brauchen sollten. Irgendwann, da wird man Kohle brauchen, da wird man das hier dann in der Küste sammeln und ja, natürlich auch verbrauchen. Eisen ist natürlich momentan so das Wichtigste. Erstmal gucken, ob ich überhaupt Monster an habe. Genau, hart. Hat man ja standardmäßig eingestellt. Das ist auch voll in Ordnung. Hat man noch eine Picke? Nee, müssen wir uns dann auch mal so langsam wieder eine craften. Genau. Ich habe es noch so in der hoppla. Ich habe es noch so in Erinnerung, dass wir ja natürlich. Oh, jetzt hat er ausgesehen, als wäre hier ein Creeper gewesen. Oh. Ich habe es noch so in Erinnerung, dass wir natürlich auf der Suche dann noch nach Redstone sind. Also wir müssen noch ein bisschen in die unteren Gefilde dieser Höhle gehen, um wieder nach Hause zu kommen. Daher ich natürlich auch nicht mehr weiß, wo es nach Hause geht, also zu unserem Wohnort. Ach so, das ist ja eine Doppelschlucht. Jetzt erinnere ich mich ja natürlich auch wieder. Das ist. Wir sind hier in einer Doppelschlucht, Leute. Das müsst ihr mir doch mal sagen. Genau. Bone, brauchen wir Bone. Mir fehlt jetzt so langsam ein bisschen die Ender Chest. Ender Auge, Obsidian. Glaube ich nicht. Kann man das hier auch irgendwie ausstellen? Das. Keine Ahnung. Also, aber das stört mich gerade so ein bisschen. Das macht mich irgendwie orientierungs. Keine Ahnung. Achso, da craft man das ja auch gleich. Ich weiß, ich bin mal wieder ein bisschen verplant. Eine Kohle hat man. So, und dann machen wir uns hier raus nochmal eine Spitzhacke. Ich glaube, eine reicht dann erstmal wieder. Naja, Schwert brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Das können wir uns auch später hin machen. Bauen wir uns mal darüber, würde ich so sagen. So. Mal gucken, was hier so drüben ist. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so der schnellste Bauer. Ja, auf jeden Fall sind wir ja hier in der Höhle, um zu erforschen und zu farmen. Und ja, da drüben geht es auch weiter. Aber ich glaube, hier hinten ging es ja nochmal weiter. Da gehen wir auch nochmal hin. Und ja, wollen natürlich, wie viel Eisen hat man eigentlich schon? Ein Stack hat man jetzt schon mal. Ich sag mal, wenn wir so 3 bis 4 Stacks Eisen haben, kommen wir eigentlich, denke ich mal, auch erstmal wieder so ein bisschen gut über die Runden. Na, und dann kann man auch erstmal anfangen mit dem Hausbau, also mit der Planung und mit dem Bau. Genau. So, hier geht's auch weiter. Aber erst nochmal zurück, nicht, dass ich habe jetzt leuchte immer erst aus, seht ihr? Da hätte ich es jetzt schon wieder übersehen. Ich leuchte immer aus und klotze nicht nach links und nicht nach rechts. Da muss ich immer erst nochmal zurückgehen, um zu gucken, ob ich jetzt hier irgendwo Rohstoffe übersehen habe. Weil ich dann immer so gleich nach Creepern oder generellen Monster und sowas halt gucke. Ne? Genau. Weil ich da ein bisschen schreckhaft bin. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade noch gar nicht nach links geguckt. Nach rechts, sorry. Da ist mein zweiter Bildschirm zu sehen. Also bei mir jetzt hier in meiner Position. Ob es bei euch leckt. Ich denke aber mal hier in der Höhle, also in der Mine. Scheißteil. Sollte da eigentlich nichts großartig zum Lecken
dringend gehen. Oh, das war jetzt ein guter Schlag. Sollte eigentlich hier unten in der Höhle eigentlich nicht äußerlich viel lecken. Von daher, ja. Ich glaube, hier oben war man auch schon, ne? Warum habe ich denn da den Wasserfall nicht zugemacht, bin ich denn drüber? Manchmal muss ich mich selber nicht begreifen. Ja. Das ist halt, wenn man immer zwischendurch mal nicht so viel aktiv hier ist, ne? Ich war jetzt halt auch erst im Urlaub und ja, bin heute auch erst wieder zurückgekommen, habe gedacht, ja, was kannst du jetzt machen? Also Tasche auspacken, naja, kann man auch später machen, gell? Also schmeißt du dich hin, hoppla, gehst du halt an den Computer und nimmst du Let's Play Minecraft auf. Ich komme hier nicht hoch, ey. Ja. Da hinten backt hier oben ist Eisen. Das ist gut, dass wir jetzt hier hin sind. War man in der Höhle schon? Das sieht nicht so aus. Genau. Hier ist wieder Kohle. Ich hoffe mal, dass wir noch mal irgendwo ein bisschen tiefer in die Höhle reinkommen. So, die Kohle lassen wir mal liegen. Genau, hier geht's auch rein. Dann gehen wir mal hier runter. Vielleicht finden wir da ja einen Zombie. Achso, hier muss ich ja immer warten, gell? Das Rottenfleisch, das braucht kein Schwein da in. Warum lasse ich Eisen liegen? Habe ich das echt schon übersehen in den letzten Videos? Also Leute, jetzt könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das Eisen einfach so übersehen habe. Habt ihr das vorher schon gesehen in den anderen Folgen oder generell schon vorher? Aber warum übersehe ich Eisen? Also, das macht wenig Sinn. So, aber ich glaube, ich wollte ja irgendwas sagen mit einem Rucksack oder Ender Chest, dass wir uns vielleicht irgendwie eine Ender Chest craften müssen, um halt eben natürlich auch unsere Waren, also unsere Sachen hier nach Hause halt zu bekommen. Weil mit einer Ender Chest hat man dann nur ein Slot hier voll, dafür müsste man einen Enderman finden und Obsidian. Das Obsidian ist, glaube ich, nicht das große Problem, aber der Enderman, weil unser Inventar ist ja dann irgendwann so gut wie voll. Und wenn das voll ist, dann haben wir leider keine Möglichkeit mehr, irgendwelche Sachen mit uns herumzuschleppen. Also sprich, ist da hinten ein Creeper? Nee. Hier gehen wir dann später mal rein. Das geht anscheinend tiefer in die Höhle rein. Ich will ja erstmal hier oben so ein bisschen erkunden. Da ist Kohle. Hier geht es dann auch ganz tief runter oder auch nicht. Hier ist schon Schluss. Genau, aber hier ist Eisen. Gut, dass wir hergekommen sind. Ja, ja. Dass wir vielleicht eine Ender Chest irgendwie uns craften, um dann natürlich, ja, dort auch die Items mit reinzulegen, damit wir jetzt nicht gleich schon, wenn wir Redstone finden, nach Hause gehen müssen. Oder halt Items, die wir eigentlich auch bräuchten, weil wir könnten eigentlich alles gebrauchen. Ja, gut, die Pfeile noch nicht unbedingt. Wir könnten eigentlich so gut wie alles gebrauchen, was wir hier drin haben, weil das müssten wir uns danach nämlich auch wieder farmen und ja. Da wäre es schon schöner, wenn wir dann natürlich eine Ender Chest haben, um dort auch so gut wie alles reinzulegen. Gell? Da oben ist auch Eisen und dort auch. Aber hier war ich schon mal. Hier war ich schon mal. Und lass einfach Eisen liegen. Was habe ich mir dabei gedacht? Habe ich das etwa nicht gesehen? Ich muss mir halt echt mal meine alten Folgen angucken. Was mir, ob ich das absichtlich liegen gelassen habe. Aber da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, gell? Dass ich das jetzt hier absichtlich. Ne, keine Ahnung. So, aber es wird Nacht. Also es wird dunkel. Und Dunkelheit ist schlecht. Vor allem für uns, weil wir dann auf Zombies stoßen. Würde ich sagen, wir gehen jetzt da in die ganz große Höhle. Um natürlich jetzt vielleicht da unten auf weniger Zombies zu stoßen. Weil es ist eine ganz leichte Materie hier in Minecraft. Wenn überirdisch, also oben ist es dunkel, dann spawnen überirdisch die Zombies. Also mehr vor allem. Und hier unterirdisch spawnen dann nicht mehr so viele. Und ja, natürlich, wenn es hell ist, dann spawnen hier unten auch mehrere Zombies. Aber hier unten ist auch schon die Höhle zu Ende. Ich glaube, damit hat man die Schlucht fertig, oder? Ich glaube, jetzt hat man die Schlucht fertig. Also irgendwie macht wenig Sinn. Was? Irgendwie komme ich auch gerade, ich bin ein bisschen verplant, ne? Also ihr merkt schon. Nee, aber auf jeden Fall, die Schlucht ist fertig, wie es aussieht. Hier geht es nirgendwo mehr runter. Also die Doppelschlucht. Es ist kein ganz tiefer Gang dabei, wo wir nach ganz unten kommen in die Höhle. Also die Höhle, also die Schlucht ist ja schon in Ordnung, aber
Mir fehlt so der Gang nach unten in die Tiefen. Versteht ihr, was ich meine? Weil wir waren jetzt ja hier eigentlich... Oh, hast du mich erschreckt, du Scheißvieh. Weil wir waren ja bisher nur hier überirdisch. Ja, ich hoffe mal, ihr versteht, was ich meine. Ja, dann müssen wir halt wieder hochgehen. Da nehmen wir mal hier die Blöcke für. Die sind jetzt nicht so... Damit hätten wir zwar auch bauen müssen, aber das können wir uns dann auch bei uns abbauen, wenn wir den Keller ausheben. Ach, hier geht's nicht hoch. Wo ist denn hier der... Ich glaube, auf der anderen Seite, in der anderen Schlucht, war so ein Punkt, wo wir relativ schnell hochkommen, oder? Hier drüben oder so. Wo wir halt ganz schnell nach oben kommen, wo wir dann nicht hier in den Seiten umher kraxeln müssen bis zum Getnet mehr. Genau. Genau hier. Hier gehen wir hoch. Ah, okay, das war jetzt natürlich wieder die Top-Idee hier. So, gehen wir hoch. Ich hoffe einfach mal, dass da oben jetzt nicht so viele Monster rumgammeln, die mein zartes Fleisch haben wollen. Ich weiß ja, dass mein Skin so gut schmeckt. Oh, ist mir bald reingefallen. Ja, darauf kann man ja nicht verzichten, oder? Habe ich da jetzt was falsch verstanden? So, Birkenwald hat man hier. Hier geht's in eine Höhle. Achso, das ist da, wo die Schlucht reingeht, ne? Rennen wir erstmal hier weg. Oh. Komm her. Mach jetzt ja nicht bumm, du Scheißvieh. Ich weiß, das macht er gerne, aber naja. So, genau. Dann geht's mal hier hinten lang. Hier ist, ja, Birkenwald, würde ich sagen. Jetzt geht's aber in den Mischwald. Oh, verpiss dich. So. Piss dich. Boah, Leute. Hier oben geht's aber ab. Und das ist auf hart hier, ne? Die, hier sind Hundis. Hundis. Na, mein Kleiner. Wuff, 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 wuff. Ich habe aber... Doch, ich habe einen Knochen dabei. Und den anderen habe ich weggeschmissen. Ich blöd, Mann. Nein. Oh, oh. Bist du mein Lieber? Oh, ich kann nicht mitnehmen. Das ist hart für die Seele, ey. Das ist hart. Der arme Hund, muss ich ihn einfach zurücklassen. So. Gehen wir mal weiter. Da drüben sehe ich schon Zombiebeine. Den kralle ich mir. Oh, das sind jetzt sogar zwei. Okay, die schubsen sich selber weg. Da will ich mich nicht einmischen. Hier sind Kürbisse. Da können wir auf jeden Fall mal welche mitnehmen. Das leckt mal wieder. Das ist aber auch mal wieder, weil ich natürlich hier wieder generiere. Und das hat man ja vorher schon das Problem gehabt. Ne? Auf was ist meine Sichtweite? Auf 16 Chunks. Eigentlich dürfte es nicht so hart lecken. Hier sind Berge. Und hier geht es auch wieder nach unten. Ich würde sagen, wir haben wieder eine neue Höhle entdeckt. Wo wir uns mal ein bisschen erkunden gehen, würde ich sagen. So. Erstmal so ein bisschen ausleuchten, ne? Nicht, dass man hier dann noch da oben das Eisen. Oh, du Scheißvieh. Alter. Jetzt habe ich aber echt nicht mehr viel Leben. So. Ofen. Kohle, Eisen. Viel Eisen. So. Ich kümmere mich da jetzt schnell. Bam. So langsam bräuchte man aber halt auch wieder mal was zu futtern. Die Zombies, die machen mich kirre her. Das sollte reichen. Vorerst. Genau. Da kommen zwei Stück auf einmal. Ist da oben ein Spawner? Das wäre es natürlich, ne? Also da unten dementsprechend. Da brennt Licht. Hat man ja jetzt schon Angst. Genau. Da machen wir uns jetzt erstmal eine Rüstung, würde ich sagen. Ein Eisenschwert. Und wir brauchen Essen. Na gut, wenn da unten ein Dings wäre, wäre dann natürlich auch logischerweise Essen. Ne? Aber da müssen wir mal gucken, ob wir da unten einen Spawner finden, wo Asian drin ist. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das sehen wir wohl dann erst in der nächsten Folge. Ja, ich mache mal jetzt hier Pause. Genau.
Ja, wenn ihr noch mehr sehen wollt von mir, könnt ihr jetzt natürlich rechts irgendein random Video sehen, in der Mitte mich abonnieren oder links mein letztes Video auf dem Kanal ansehen. Und bis dahin, tschüssi!